Mann, ich bin so dumm. Ich hab gesagt, ich meinte gerade direkt, heilige Scheiße, sind hier total viele Leute da. Und die mussten alle auf mich warten. Ja, ich bin zurück. Ich muss kurz was klären. Und ich bin zurück mit Krapfen. Yes. Willkommen zu der Hallo Late. Nein, hallo. Es tut mir so leid. Wir haben gefühlt doch nichts geschafft heute. Ach ja. Nein, ich habe eigentlich gerade erst angefangen. So gut wie. Wo müssen wir eigentlich hin? Krapfen zum unsinnigen Donnerstag? Based. Lecker. Oh. Ja, sehr lecker. Na. Heilige Scheiße, kommt da viel raus. Hilfe, Marc, was passiert denn jetzt? Hm. Dann komme ich dann zurück und das Einzige, was ich mache, ist fressen. Wo muss ich denn lang? Oh nein! Es ist alles in meine Pforte gegangen! Nein! Hilfe! Das war mit Marmelade. Es ist so eine Sauerei. Hilfe. Was wollte ich machen? Ich habe gerade gegen die gekämpft, ne? So, fighten wir mal. Das Tyrakrok, das will ich. So. Ja, sag mir, das Tyrakrok ist kryptoniert, danke. Nom, nom. Atara ist immer so gut zum Schichten, dass es nur tanken kann. Tyrakrok entwickelt sich vor allem schon auf Level 30, also das lohnt sich! Nom nom. Ey, so eine Sauerei, Leute. Ein Spank? Mhm. Wie meinst du das Erdschleim? So. Ich denke schon süß.
Aha. Schon auch schon gehört, dass ich das Spiel gespielt habe, tatsächlich. So. Balm! Die Musik! Nein! Bleib nur da drin! Ist das weg? Ich hoffe, ich störe nicht, dass ich mit vollem Mund rede. Wild und zivilisiert. Mein Nachtaro ist übrigens fast tot. Los, geh da rein! Sofort die Follow. Ich freue mich, dass sowas direkt am Anfang kommt. Samuel hat Mini-Salami. Ich habe gerade fast mit meinem Teller die Flasche umgeeatet. Nein, nicht der Kryptoschlag! Der ist voll intensiv! Nein, nach Tara! Ich muss jetzt noch mal... Ich muss jetzt noch mal versuchen, ne? Ripsboink, Pokédex-Kinder wissen, was ich meine. Ja, Ripsboink. Ich weiß, was du meinst. Ich habe auch nicht auf die Pokémon-Folge gesehen. Boink. Bleib drin! Au! Ja, wo? Perfekt. So. So. Ach, wir haben übrigens so sein Herz versiegelt und zu einer extremen Kampfmaschine umgewandelt. Sonst haben wir gar nichts damit gemacht. Richtig kommen. Und jetzt gehe ich raus? Bin, wie gesagt, bin ich ein bisschen lost. Baustelle! Let's go! Kreativer Name! Achso, ah, von dem Turm! Den Turm, den gibt's dann auch auf jeden Fall auch in XD.
Nein! Hör auf mit ihm zu reden! Verabschiede mich dann jetzt aber schon wieder. Das Bett und die Arbeit rufen nächste Woche endlich Urlaub! Gute Nacht, Zack. Tut mir leid, dass ich jetzt so lange weg war. Nein. Ich komm ja gar nicht rein. Was soll ich tun? Hallo? Hier ist nichts. Wow. Pyritus. OST aus Pokémon. Ich habe bloß vergessen, wie es hieß. Ist auf jeden Fall ein Battle-Theme. Weiß nicht mehr, wie das geht. Ich habe es jetzt aus XD. Hallo Menschen, hallo. Ich bin jetzt in der Stadt, in der Hood. Hacke in der Hood. Tages bin ich überhaupt geheilt? Natürlich nicht. Wir können Pokémon auch noch nicht entkryptonieren, denn wir müssen die erst an einem Stein auf den Stein legen. Hallo, einmal heilen. Ich liebe das Lied, wenn man in der Bahn sitzt und sich einen 30-Minuten-Loop davon anhört. Das ist super. Ich weiß nicht mehr, welches Lied ich so sehr mochte. Auf jeden Fall irgendein Battlesong. So, ich hab hier geheilt. Ist voll Wucherpreise. Geh mal auf den Platz. Fight! Oh, kein Fight? Muss ich darüber ansprechen. Hallo, ein Fight bitte. Yes, bitte ein Fight. Ein Fight zu mitnehmen. Mit extra viel Käse bitte. Darf ich, Hendrix, darf ich anmerken, dass ich dumm bin? Das ist genau diese Musik, die gerade läuft. Die mein Lieblingssound ist. Das Trampfug ist it war. Ich krieg die Pokémon. Ich hätte gerne den Fight 14 mit extra viel Käse oben drauf. Au! Genau. Nein, ich Spukball! Nein! Warum haben die auch alle so starke Fähigkeiten? Schaut euch das an! Ich kann aber auch keinen Biss einsetzen, sonst ist er sofort tot, weißt? Oh nein, nicht die Spaßkanone! F steht für Freunde, liebes Unternehmen, U steht für uns, dich und mich. Demon Limit 5 HP, ja sowieso. Ich weiß auch nicht, warum der Fight auf einmal so stark ist.
Wer direkt hat drangenommen? Was war das denn? Das Zickzack will auch nicht sterben. Der Gegner soll sich mal zurückhalten, aber sowas von. Was passiert da? Verwirrung? Nein, die Verwirrung! Frech! Verwirrung. Mein tägliches Brot. Bei mir aber auch. Und dann ein Eneko. Viel zu cute. Nein. Greif so bitte an. Nicht Spukball. Nein. Was ist los? Sei nicht verwirrt. Gib dir Schlag! Gut geschwächt. Oh nein, nicht die Spaßkanone! Viel zu spaßig! So, Pokéball! Ich hab sie dir alle! Du Drecks-Pokémon! Warum kann das überhaupt Spukball einsetzen? Ich dachte, das ist ein Krypto-Pokémon! Kurz ist Indigo schon tot. Böse Katze, nicht kitzeln. Ich bin so verwirrt, dass ich mich ständig selbst verwirre und somit andere verwirre. Das klingt sehr verwirrend. Warum sind die Viecher alle so schwer zu fangen? Tap im Ball. Du voll. Du bist im roten Bereich, Vieh. Wie kannst du nicht im Ball bleiben? Frech. Einspruch! Konfusioniere mich so wie du willst, mir egal! Sehr stur, ja? Flippel habe ich gar nicht gekauft! Muss direkt mal mehr kaufen. Rein da! Nein! Wenn ich wie das bei Konfusion läuft, aber Trampolin hat auch so eine sauschöne Fangrate, genau wie Kramworks. Anstrengend! Nein, kein Rückstoß, bitte! Ich hab noch 4 Bälle. Wenn die Verwirrung allgemein ist, dann ist doch die Verwirrung das neue Normal. Wow! So schlau! Drin! Los! Da drin! Nein! Frech! Nein, nicht schon wieder Krypto! Töte dich doch nicht selbst! Stopp! Und das überlebst du? Okay! Noch 3 Bälle! Nach Tara, ich glaube an dich! Los, krall's dir! Oh, das stimmt. Deshalb fühle ich mich wohl so
mich sowohl in der Verwirrung. Du kackdreistes Kackvieh! Nicht dein Ehren! Nein! Ah! Kaufen? Ich glaub schon. Oh Mann, du! It was at this moment that he knew. He fucked up. Ich weiß auch, letztes Mal, als ich das Spiel gespielt habe, die 4 Stunden, habe ich überall gefangen, die Pokémon geschafft zu fangen, bis auf eins. Ich wollte nicht sagen, dass ihr alle keine Pokémon verkauft. So anstrengend. Ich hab vergessen zu sagen, die am Platz kannst du immer herausfordern, aber ich glaube, du musst die Stadt verlassen und nochmal rein, denke ich. Ja, das weiß ich. Aber die verkaufen keine Bälle. Das ist gerade was, was mich eher aufregt. Ich bin gleich wieder da. Man merke sich, ich brauche deutlich mehr Bälle. Dass man die im Kreis mir einfach angreifen kann, wusste ich. Ja, heilen das sowieso. Das ist mehr als gemein. Hallo, einmal Bälle bitte. Ich sag mal, er hat sich auf dem Motorrad die Ohren zuhält. Tut sie das wirklich? Muss ich mir das erstmal anschauen. Ja, die anderen Schelle bekommen wir später beide dazu. Ja, ich kann mich erinnern. Und hier heile ich mich eben, weil es das ist umsonst. Stimmt, hält sie sich an Ort zu oder tut sie so ihre Haare zur Seite? Das ist so jetzt die Frage, die ich mir jetzt stelle. Oh Mann. Wisst ihr, wie alt Klein Arke war, als sie das gespielt hat? Klein. Sie war klein alt. Wann kam die Gamecube raus? Sie hält ihre Perücke fest. Sehr gut. Das Ziel von diesem Spiel hier war aber nicht direkt alle Pokémon zu entkryptonieren, oder? Das würde ja total lange dauern. Hier gibt es ja nicht diese Kryptomaschine da, wo man die Pokémon reinmacht und dann heilen die sich von selbst. Sondern man muss hier schon aktiv mit denen kämpfen, oder? Damit die sich heilen, da muss man sie auf den Stein legen. Und sagen, heile dich! Und dann sind die geheilt. Damit die Tarnung nicht auffliegt, Samael ist nämlich eigentlich Samael. Gefuchst. Ausgefuchst. Oder ausgewolft. Frech. Kann ich auch schneller laufen? Das ist schon Rennen. Ich kämpfe jetzt gegen jemand anders. Hallo, einmal bitte gegen dich. Ja, bitte ein Fight. Ich denke, kam 2001 raus und man kam Kolosseum raus. Okay, 2003 kam Kolosseum raus. Jetzt überlegt euch mal. Klein Arke hat Pokémon Kolosseum mit 5 Jahren gespielt. Okay, Noctu. Ich
Wir haben wohl alle ein Krypto-Pokémon. Würde ich mal von ausgehen. Och nein. Ah, klein, so jung. Das sowieso. Kein Powerfeld stärker, könnte ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Ich habe jetzt indirekt mein Alter geleakt, ne? Ich habe gerade gesehen, wie viel man teilweise für Kolosseum heutzutage bezahlt. Ich glaube, ich falle vom Stuhl. Kolosseum echt so teuer? Ich weiß, dass Pokémon, also XD und Kolosseum, glaube ich, schon teurere Spiele waren für die GameCube. Ich kann dir sagen, ich hatte Kolosseum natürlich damals schon als Kind. Allerdings ist die Disc kaputt gegangen. Da war so ein Fleck drauf, wenn ich wegging. Und dann kann man die Disc nicht mehr abspielen. Dann habe ich mir das aber 2018 nochmal gekauft. Mit 20 Euro. Gebraucht. Aber ich glaube, mittlerweile kostet das immer noch mehr. XD hat damals schon viel gekostet. Ich glaube derzeit ab 100 Euro aufwärts safe. Ich brauche eine GameCube und das Spiel. Da brauche ich nicht anzufangen. Ja. Die kennt halt kaum jemand, deswegen wurden die nicht so oft verkauft. Heißt, die Kopien sind rar. Kann ich gar nicht verstehen. Die Spiele sind so toll. Ich meine, klar, das Ding ist, es wurden nicht viele GameCubes verkauft. Das ist natürlich der erste Faktor. Zweiter Faktor ist natürlich... Hier noch ein Biss. Dass das nicht so ein Standard-Pokémon ist, sondern anderes Pokémon. Vielleicht wollten die Leute richtiges Pokémon. Kolosseum habe ich auch zu Hause, damals auf dem Flohmarkt geholt. Good found, Pixel. Die Gänke brauche ich auch endlich mal. Ich hatte nie eine. Schichten eines PS2-Kindes. Ich war schon immer ein Nintendo-Kind. Ich hatte halt klar, ich hatte ein, wie nennt man das? Einen Game Boy. Ein Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy SP. Dann hatte ich noch einen DSi. Ich hatte keinen DS, ich hatte nur einen DSi. Wir hatten natürlich auch eine Wii, hatten wir auch. Und eben die GameCube. Sonst hatten wir nicht wirklich was. Das nächste, was wir dann hatten, war eine PS3. Ein Premierball! Let's go! Pixel ist auch Nintendo-Kind. Cute! Schickt mich schon wieder an, worauf ich wieder Lust bekomme zu spielen! Darin bin ich gut. Und rufen. Los, Luciana oder so! Wach auf! Und genau für den heutigen Tag wusste ich, dass GameCube-Sound-Dingsbums wird wichtig sein. Gefangen im Premierball! Au! Fan. Was verloren ich? Nö. Das gewonnen. Au. Siege des Herzens. Oder so. Konnichiwa. Nintendo kam ich wirklich erst mit dem DS Lite. Vorher waren es PS1, PS2 und der PC. Der PC hat mir auch immer. Ich sollte vielleicht erstmal heilen. Hallo, bitte eine Heilung zum Mitnehmen. Ja, Bucherpreise. Was ich nie hatte, war eine Xbox. Egal in welcher Variante. Ich habe aber einen Xbox-Controller. Für den PC. Nächster Fight. Hallo, Dame im Kleid. Oder so. Jetzt fight. Ich hab die Xbox 3 1000 und eine Xbox One S. Hm.
bin zu Nintendo, dass ich am PC einen SNES-Controller angeschlossen habe. Das habe ich ja letztens schon mitbekommen. Das wart hier, das will ich so hardcore gerne haben. Ich sag's euch. Fusion! Und Bisch! Sehr effektiv. Nicht. Nicht die Donnerwelle, nein! Ist ja auch was Klitztastisches. Ja, das wird direkt umgebracht. Tut mir leid, Pixel. Nicht die Paralyse! Nein! Richtiger Glücksknilz. Ja, ich kämpfe gegen Pixels Lieblingsmon und es ist sehr schwach. Habt ihr das gerade gesehen? Biss. Noms. Was? Es lebt noch? Schiebung! Bild hat innerliche Stärke, ich merk's. Ah, die ist total süß, das will ich fangen. Generell die Wolchlam-Reihe, ich liebe sie. Kann ich auch sagen? Aquana und Ampharos werden Main Team in XD sein. Du summst ja auch gerne mit, wir verstehen uns. Pure Liebe. Das sowieso, ich summe immer mit. Baumwollsaat. Gefährlich. Nicht. Jo, ich puck bei! Nein! Frech! Aber ist es so paralysierend? Besonders wenn ich mich konzentrieren muss, dann summe ich noch schneller mit. Sehr gut. Los, Krallball! Fang es endlich! Rein da! Rein! Au! Es ist drin! Popo, kann man die Pokémon hier gar nicht benennen? Ne, man kann die hier nicht benennen, ne? Nicht, dass ich wüsste. Wie geht's mit Pokémon? Die sind beide paralysiert. Die sind alle paralysiert! Vielleicht nach der Erlösung. Welche Erlösung? Ich habe keine Heiler, aber die kann ich nicht kaufen. Runden! Die, wo man sie auf die Stein haut, das dauert, bis wir da hinkommen. Außerdem müssen die Pokémon bis dahin auch komplett mit Liebe vollgepumpt werden. Das heißt, du siehst unter den Pokémon, da ist so ein. So ein lila Balken. Und erst wenn der leer ist, dann kannst du den auf den Stein klatschen. Dann ist es wieder frei. Freien Herzens oder so. Superheiler bitte. Ein Superheiler. Yes. Den möchte ich bitte erwerben. Ein Steinofen? Nein, ein Steinsäule. Ich mich richtig erinnere. Das ist so Wald, Waldstadt.
Mit Steinsäule. Hey, ich bin Ben AFK gewesen. Seit wann hast du das Noctu? Seit vorhin? Das habe ich gefangen in einem Premierball. Mit dem ersten Ball gefangen. Au! Hey, wie mache ich das nochmal? Items. Ach so. Ja. Magie. Genau. Nichts hat's erkannt. So. Frau oder Typ betut. Ich glaube, es ist eine Sie. Da hat die Aufmerksamkeitsschwäche mal wieder anders gekickt. Ich habe gerade wieder gefickt gelesen, Hennix. Was ist damit los, Mano? Ist das Hubbelluff? Hubbelpuff? So kleiden sich Biker, eindeutig. Ich würde mich auf jeden Fall so kleiden. Da, tatsächlich. Das Hubbelluff. Hubbellupf. Und ein Pudox, oh nein! Es mega saugt! Macht nicht so viel Schaden. Wie viel macht denn Geheimpower? Kanfu-Dings! Bin ich tot. Frech. Nicht mega sauger, sei doch nicht so anstrengend. Oh. Geheimpower! Nein, nicht Gift! Natürlich bin ich vergiftet. Ja, mein, das ist so anstrengend. Bitte töte es nicht! Es lebt noch! Level up! Nein, nicht das Gift. Pokéball! Warte, haben die Pokémon im Kolosseum ihre Fähigkeiten? Schien gerade so, da stand gerade Synchro. Und ich habe auch gesehen, ich glaube, deswegen war das Vati auch vorhin paralysiert. Ich dachte eigentlich, ich hatte auch anfangs gedacht so, aber die Fähigkeiten haben die Pokémon hier ja nicht, ne? Aber auf einmal konnte Synchro. Gefangen! Au! Jawohl! Oh nein, ich habe verloren! Scheiße! Oh nein, ich muss schnell heilen. Es stirbt. Emergency. Bitte eine Heilung. Leider kamen die versteckten Fähigkeiten erst in Gen 5. Wenn das Psyana Magiespiegel hätte, wäre es sehr lustig. Was macht denn Magiespiegel? Mich damit nicht so. Nein, ich möchte dich noch mal rein. Stopp, stopp!
Ein Mollot! Gut. Magiespiegel wirft die Statusveränderung komplett auf den Gegner zurück. Quasi wie synchron, nur dass Psyana gar nicht vergiftet wird. Das wäre noch besser. Bitte einmal genau das zum Mitnehmen. Lass mal richtig hinsetzen. Das ist ja voll schwach. Oh nein, nicht das Lähmen. Das war doch auch wieder Paralyse, oder? Nur eventuell. Okay, gut. Nein, nicht der Kryptoschlag! Übertreib halt! Mein Name ist Atarawa! Frech! Besonders nicht schwach, Ball und einfach nur defensiv und Body Slam war das mit der Paranoia und nicht Slam. Achso. Dann habe ich das verwechselt. So. Noch eins der M9. Huh! Excuse me? Could you please stop? This harassment. Yo. Geh in den Ball. Leben am Limit sowieso. Wir müssen hier sparen, sparen, sparen. Nein! Tiana! Oder so. Nein! Noch ein Kryptoschlag. Pinatara ist Tank! Okay, du bleibst jetzt im Ball. Okay? Können wir uns darauf einigen, dass du im Ball bleibst? Wir haben noch einen Versuch. Wobei, wir haben noch mehr Pokémon. Ich hab ganz vergessen. Hallo. Pixel muss leider auch gleich ins Bett. Kein Ding, Pixel. Kein Ding. Oh nein! Bleib doch da drin! Aber du hast bestimmt Kryptoschlag und stirbt. Nein! Bringt euch doch nicht immer selbst um. Das ist so anstrengend. Ich hab das nicht so anstrengend in Erinnerung. Los, Vati! Oh, ich hab so... Oh, ich erschreck mich immer, wenn der Sound kommt.
Bleib da drin! Now! Frisch! Ich möchte auf jeden Fall dir nochmal danken für die coole Unterhaltung. Ich wünsche, dass dein Sympathon richtig cool abläuft. Verdient hättest du es. Ich meine, ich wünschte mir, der Sabaton wäre erfolgreich, alleine, damit ich dann die ganzen Sachen verlosen kann. Ich wünsche noch eine erfolgreiche Jagd. Ich bin heute erstmal raus. Kein Ding. Gute Nacht, Late Night. Ich möchte Steam Keys verlosen, ich möchte Postkarten verlosen, Poster, etc. Das wäre so cool. Jetzt bleib doch in diesem dummen Ball! Oh Mann, oh! Surfer, seit wann kannst du das denn? Ich glaube ganz fest daran, dass du es schaffst. Sag das dem Pokégott oder so. Mehr Schwächen als das, was es gerade ist, kann man nicht. Arceus? Weiß ich. Arceus, Arceus, kann man beides sagen. Danke. Erstmal heilen. Weiß in diesem Raum eigentlich jemand, wie ich speichere? Der Typ, was ist mit ihr? Wollte die auch kämpfen? So, lieber Akon und Chat, ich geh nun schlafen. Gute Nacht, Pixel. Gute Nacht. Wir sind schon nur über PC. Achso. Bis zum nächsten Stream. Yes. Apropos, morgen gibt es die Little Beta. Voraussichtlich, genau. Die hat also keine krassen Pokémon. Gut zu wissen. Ist tot. Und bis! Schlaf gut, Pixel. Und nein, es ist so effektiv. Hab den Schaden gesehen. Kein Krypto zu Bad, schade. Arm ist ja nix. Du ein Arm ist ja nix. Aber ja, ich war sowas von ernst.
Okay, jetzt versuche ich nochmal gegen den Typen hier. Hallo, Entschuldigung.